Der Nürburgring bildet die Kulisse für die Saisonrennen 14 und 15 des Porsche Carrera Cup. Die 3,6 Kilometer lange Rennstrecke flüssig zu fahren, aber mit Tücken. Es gilt, die Curbs mitzunehmen und das hat Einfluss auf die Fahrweise. Musst du genau wissen, wie du das Auto im Sprung platzieren kannst, damit du, wenn du wieder landest, auch die Traktion umsetzt. Ja? Und das sind so kleine Feinheiten, da musst du dich reinfuchsen. Das erste Rennen, Business as usual. Sven Müller versucht alles, um dem frisch gebackenen Meister Philipp Eng den Sieg streitig zu machen, doch vergebens. Der Österreicher holt sich den Sieg und sichert seinem Team Project One wichtige Punkte im Kampf um die Teamwertung. Die Konkurrenz um Teamchef Walter Lechner resigniert. Es gibt noch viele Punkte, aber dazu sind die Gelben zu stark. Im zweiten Rennen wurde es ganz knapp. Spike Goddard verliert die Kontrolle über seinen 911er und hat Riesenglück, dass nur Blechschaden entsteht. Für Walter Lechner gab es dann doch noch Hoffnung, denn Sven Müller schlug zurück. Der Porsche Junior holte sich seinen zweiten Saisonsieg vor Philipp Eng und Michael Ammermüller. Meine Reaktion und auch der Start an sich war sensationell. Also ich bin wirklich direkt an Philipp vorbeigezogen und dann habe ich ein fehlerfreies Rennen gefahren. Das Finale des Porsche Carrera Cup in 3 Wochen in Hockenheim bietet die letzte Chance auf Titel in Team-, Amateur- und Rookie-Wertung.